Stadion-Vlog heute. Altklinike gegen Carl Zeiss Jena. Ich kann es auch richtig aussprechen, siehst du? Ich weiß, wie man Kommentare unter seinem Video bekommt. Einfach die Leute ein bisschen triggern mit einer falschen Aussprache. Zack, schreiben sie alle drunter. Gut für den Algorithmus. Heute Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost. Beide haben noch die Chance aufzusteigen, die eventuelle. Da dann nicht mal der Erste sicher aufsteigt, sondern nur in den Relegationsspiel kommt. Heißt noch nicht mal, dass man als Meister aufsteigt, also Kuss geht raus. 7 bzw. 8 Punkte sind sie hinten dran, haben ein Spiel weniger als Erfurt. Ja, also es kann noch passieren. Was machst du jetzt im Prenzlauer Berg? Dir hochnäsige Prenzlauer Berger angucken, die auf den Durchbruch ihrer neuen App hoffen? Ja. Jetzt bin ich hier gerade durch Prenzlauer Berg gestiefelt und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass Jeffrey Dahmer so viel Einfluss hatte mit seinem Style. Der hat ja richtig was hinterlassen. Also nicht nur die Leichenteile, sondern auch seinen Klamottenstil. Für das Spiel heute hat Altklinike sogar eine Rabattaktion gestartet. Mit einem Flyer kommst du 5 Euro rein. Bin ich mal gespannt, weil wie viele Zuschauer die denn haben. Ich habe glaube geguckt, die hatten einen Zuschauerschnitt in den letzten Jahren von 350. Und die spielen ja eigentlich richtig gut. Eigentlich hat Hertha die 350 Zuschauer pro Spiel verdient. Wenn du jetzt so einen Verein in so einer Schüssel spielst, hast du auch verloren, Alter. Spielst du lieber auf so einem Kreisliga-Platz. Und einfach nur eine Stange drumrum. Da hast du wahrscheinlich mehr Feeling als hier, ey. Ja, ein Sportpark. Hier will niemand spielen. Aber wie soll man noch Altklinike-Fan sein? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr ein Altklinike-Fan seid. Wie seid ihr es geworden? Ich bin Hertha-Fan geworden, weil ich meinen Vater 1997 mit zur Hertha mitgenommen hat. Dieser verfluchte Nottensohn. Ich suche jetzt einen neuen Club, den ich unterstützen kann. Das war natürlich Ironie, aber das verstehen Fußballfans nicht. Aber die Aussicht mit dem Fernsehturm dahinter, da drüben ist alles leer. Eieiei. Alter, was der Stadionsprecher eben erzählt hat. Es gab zwischen den beiden 2 Siege, 2 Unentschieden. Und mal gucken, was heute dazu kommt. So fesselt man die Meute hier. Naja, es ist auch keine Meute da zum Fesseln. Ein kleiner Spoiler bei von den Jena-Fans. Morgen bin ich bei Erfurt. Wenn ihr das Video sehen wollt, lasst ein Like da. Jetzt sind 20 Minuten gespielt und das Spiel ist immer noch anstrengend wie Sau. Zieht sich wie ein Kaugummi. Erzählt mir mal was über eure Nummer 11, Jena. Da fällt mir eigentlich nur negativ auf heute. Wirkt auf mich nicht wie ein Flügelflitzer. Nummer 11 sieht immer unglücklich aus, was er macht. Ist er ein Berufsfußballer? Kleiner Spaß. Natürlich nicht. Ja,
Ich zieh Nummer 11. Boah, schon hat er den Ball verloren. Ja, der hat auch noch den Fluch. Da habe ich Auge wert. Jetzt Nummer 11. Jetzt ist der Ball gleich weg. Naja, war besser als ich erwartet habe. Und wieder die Nummer 11. Ein Spottpass. Oh. Aber dann habe ich schon wieder gefilmt, Alter. Ich krieg mein Leben. Zum Glück war ich drin. Nach Stimmung führt Jena 10-0 gegen Alt-Klinike. Hier bei Alt-Klinike auf der Tribüne werden Rasseln benutzt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch im Stadion gibt. Letztes Mal habe ich noch davon gehört, da hatten wir noch Krieg. Und zwar in Deutschland. Oh, da wird gerade die Nummer 11 angemeckert, weil er nicht durchgelaufen ist. Ich bin aber nicht der Einzige, der ihn auf dem Kicker hat. Sein Trainer mag ihn auch nicht so besonders. Nummer 11, zeig was. Hat er stark gemacht. Halbzeit in Berlin. 0-0. Hat einen Grottenkick. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen nasal spreche. Ich bin auf keinen Fall erkältet. Ich versuche nur eine neue Zielgruppe zu erschließen. Mein Fazit zu die Stimmung von den Alt-Klinike-Fans. Ich bin ja immer ein bisschen härter in meiner Meinung. Wegen härter, versteht ihr? Haha. Also ich hoffe, dass auf meiner Beerdigung, wenn ich mal sterbe, bessere Stimmung ist als hier. Ich hatte ja mal zu Greifswald gesagt, dass es Stimmung ist wie bei einem Kreisligaspiel. Die wünsche ich mir irgendwie ein bisschen. Ob das so gesund ist, bei so einem Wetter sich so ein Fußballspiel anzugucken, wenn man schon erkältet ist. Ich schmecke schon seit 3 Tagen nichts. Also bei den Kochkünsten von meiner Frau ist es auch wahrscheinlich besser so. Unternehmen da gerade von der Linie geklappt. Hat er die Chance, würde glaube ich rausgeholt von der Nummer 11. Also hart von mir zusammengefaltet in der ersten Halbzeit. Dann wurde er wahrscheinlich auch in der Kombi wieder hart zusammengefaltet. Der wurde jetzt bestimmt schon 3 Minuten behandelt, ey. Ich hab ja nicht mitbekommen, was der abbekommen hat. Ich hab mir den eben was angeguckt. Der hat ihn einfach umgerummt. Dabei war noch niemand in der Nähe. Da war noch niemand eine gelbe Karte oder sonst irgendwas. Das ist schon skurril, hat der da gesehen, hat der Schiedsrichter. Alter, wie viele Jena-Fans hier auf der Tribüne sind, als sie da endlich Chance hatten, die alle hochspielen. Warum gehen die denn nicht rüber zu ihren Fans? Ich meine, da ist nicht überdacht, aber... Stark. Endlich geht's immer rauf und runter, weil ein paar Chancen auf beiden Seiten. Die erste Halbzeit war echt zum Abgewöhnen, aber die zweite ist schon echt gut. Topspiel, so wie der Klassiker morgen. Das Spiel schon wieder abgeflucht. Das ist wieder auf erst halt auf Niveau. Bye.
Er macht den Lucky Punch. 0-0 bringt keinem vorbei, so wirklich was. Abschlussfazit 0-0. Und dafür habe ich mich mit einer Krankheit hierher geschleppt. Jena-Fans waren gut. Was waren sie auch letztes Mal schon in Greifswald? Oh, Altklinike. Da müssen wir nochmal reden, ne? 850 Zuschauer waren heute da. Ich würde sagen 600 von Jena.